Herzlich willkommen zum ersten Videotutorial über Cultures Online, präsentiert von eurer Sternenfee. In diesem ersten Tutorial werde ich euch die ersten Schritte zum Spiel erklären, also das, was ihr als erstes bauen sollt und was sonst noch für den Anfang alles wichtig ist. Fangen wir einfach mal ganz einfach an mit der Charaktererstellung. Hier könnt ihr euch zwischen den Grundcharakteren entscheiden und diesen dann noch ganz individuell gestalten. Also hier könnt ihr zum Beispiel die Augen verändern, die Nase, den Mund, die Frisur und die Haarfarbe. Und zu guter Letzt könnt ihr dem Helden noch ein spezielles Merkmal geben. Gebt dem Helden jetzt noch einen schönen Namen und das Spiel kann schon beginnen. Als erstes begegnet euch hier Bjani, der euch ein kleines Ingame-Tutorial gibt. Lest das auf jeden Fall aufmerksam durch. Es wird euch für die Zukunft helfen, aber ich werde hier jetzt auch nochmal drauf eingehen. So, zuerst solltet ihr nämlich ein Holzfällerlager bauen. Denn Holz ist der wichtigste Rohstoff in diesem Spiel. Ihr braucht es für jedes momentan bekannte Gebäude. Und ja, damit wir jetzt hier nicht minutenlang warten, bis das Gebäude fertig ist, werde ich einfach mal ein bisschen vorspulen. So, nachdem das Gebäude fertig ist, könnt ihr eurem Helden die erste Aufgabe geben. Dafür zieht ihr einfach mit gedrückter Maustaste das Bild eures Helden auf das Gebäude drauf und lasst die Taste dann los. Dadurch erscheint hier unten ein Holzsymbol. Das bedeutet halt, dass er gerade in der Holzmine am Arbeiten ist. Und oben in der Leiste seht ihr, dass die Zahl vom Holz auch grün geworden ist, was heißt, dass hier einer arbeitet. Wenn ihr mit der Maustaste drüber geht, könnt ihr auch sehen, wie viel Rohstoffe da pro Stunde produziert werden. Und was noch wichtig zu sagen ist, Rohstoffe produzieren sich niemals von alleine, ausschließlich dadurch, dass ihr eure Helden eben in diese Minen setzt. Jo. Neben Holz ist gerade am Anfang auch noch der Stein sehr wichtig. Später kommt auch Eisen hinzu, aber anfangs reicht Holz und Stein. Bauen wir also noch eine Steingrube dazu. Hier kann man vielleicht noch erwähnen, dass es völlig egal ist, wo ihr die Gebäude baut. Das dient einzig und allein der Optik, hat also keine besondere Bedeutung. So, was ihr nun noch bauen solltet, ist ein Alchemist. In diesem produziert ihr Idee, die wird zum Forschen benötigt. Durch Forschungen bekommen zum Beispiel eure Helden mehr Werte wie Rüstung, Intelligenz, Geschick und so weiter. Außerdem könnt ihr hier später mehr Heldenplätze und weitere Gebäude erforschen und eben noch einiges mehr. So, nun haben wir schon zwei Produktionsgebäude und den Alchemist fertig. Ein Held kann aber immer nur in einer Mine arbeiten. Logisch, man kann sich ja nicht teilen. Daher ist es wichtig, dass ihr an weitere Helden rankommt. Hier unten seht ihr die Plätze, die euch zur Verfügung stehen. Momentan ist es ein weiterer Platz. Ihr braucht einen Pub, um dort Helden anzuheuern. Bauen wir einfach mal einen. So, nun könnt ihr reinschauen und seht eine Auswahl an Helden. Die Helden werden immer dem Level eures Haupthelden angepasst und werden natürlich auch mit jeder Stufe teurer. Um die Helden zu kaufen, benötigt ihr Gold. Das bekommt ihr entweder durch den Bau einer Goldmine und darin natürlich den arbeitenden Helden. Die könnt ihr später erst bauen oder eben ihr geht auf Mission und dadurch bekommt ihr auch Gold. Auf die Mission gehe ich dann nochmal in einem späteren Tutorial ein. Ja, nun kennt ihr die ersten Schritte und könnt darauf aufbauen. Baut in naher Zukunft auf jeden Fall auch die Eisenmine. Später wird Eisen auch benötigt und ein Lager, damit ihr mehr Rohstoffe lagern könnt. Wenn ihr das Haupthaus ein wenig ausbaut, bekommt ihr auch ein bisschen Lagerplatz dazu. Außerdem bekommt ihr auch neue Bauplätze durch den Ausbau des Haupthauses. Je höher ihr die Minen ausbaut, desto mehr produziert ihr natürlich auch. Achtet aber immer darauf, dass ihr hier mit der Zufriedenheit hier oben nicht ins Minus rutscht. Baut also rechtzeitig eine Mühle. Außerdem gewinnen eure Helden beim Arbeiten in den Minen und im Alchemisten Statuspunkte, wie zum Beispiel auf Geschick, auf Glück, auf Intelligenz, auf Ausdauer. Und ja, auch darauf werde ich aber später nochmal in einem Tutorial eingehen. Tja, das war's dann eigentlich auch schon mit dem ersten Tutorial.
Ich hoffe, ihr seid ein wenig schlauer geworden. Und wenn ihr das Spiel noch gar nicht kennt, könnt ihr gerne mal auf der Homepage vorbeischauen, www.cultures-online.de. Ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss und bis bald, eure Sternfee.